Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Aussagen Andreas Kruschka zur Bildung macht. Andreas Kruschka fordert in seinen Publikationen mehrfach die Orientierung an Bildung als Ziel schulischer Tätigkeit. Dabei entwickelt er keinen expliziten Bildungsbegriff. Anhand seiner Kritik an der PISA-Studie und dem zugrunde liegenden Konzept der Bildungsstandards lässt sich sein Bildungsverständnis jedoch verorten. Den aktuellen Vertreterinnen und Vertretern der empirischen Bildungsforschung wirft Kruschka vor, eine Ähnlichkeit zwischen Bildung und Kompetenz zu postulieren, dieses Versprechen jedoch nicht einzulösen. Die Parallelisierung von kompetenzorientierten Bildungsstandards und der Idee der Allgemeinbildung gewinne ihre Legitimation vor allem durch Verweis auf kulturelle Selbstverständlichkeiten oder einen faktischen Konsens über Basisfähigkeiten. Auf diese Weise würde eher der Status quo begründet als ein pädagogisches Ziel gerechtfertigt. Dies sei problematisch, weil die empirische Bildungsforschung ohne Hilfe der Bildungstheorie in einer bloßen Pädagogik der Postulate sowie des ungefähr Gemeinten stecken bleiben dürfte. Bildungspolitik und pädagogische Psychologie wüssten mit dem Begriff Bildung wenig anzufangen und würden ihn daher operativ meiden. Die Kritik an der Bildungspolitik formuliert Kruschka besonders deutlich, indem er sie als theoretisch zurückgeblieben bezeichnet. Die empirischen Bildungsforscher würden Kompetenz als empirische Beschreibung dessen darstellen, was Bildung schon immer meinte. Dieser Haltung widerspricht Kruschka, indem er drei Rückfragen formuliert. Erstens sei fraglich, wie Kompetenz von weniger ausgeprägten Fähigkeiten unterschieden werden könne. Ohne eine solche Differenzierung könnte man Kompetenz letztlich nur negativ durch das Scheitern an bestimmten Aufgaben bestimmen. Wer eine Aufgabe nicht erfülle, der habe eben die nötigen Kompetenzen nicht. Das Kompetenzmodell werde so zum Inkompetenzmodell. Von der Bildung des Subjekts bleibe nur eine Testierung unterschiedlicher Fähigkeiten. Zweitens sei zu klären, wie Kompetenz als gegebene Struktur gesteigert werden könne. Gäbe es so etwas wie eine halbe Kompetenz? An dieser Rückfrage, so Kruschka, zeige sich, dass Kompetenztheorien einer Theorie der Kompetenzentwicklung bedürften. Ohne eine empirische Bildungstheorie, die die Entwicklung des Subjekts beschreibe, sei eine solche Theorie allerdings kaum denkbar. Drittens sei zu fraglich, wie sich die Begriffe der Verfeinerung und Kultivierung zu dem der Steigerung verhielten. Die ersten Begriffe bezieht Kruschka dabei auf Bildung, Steigerung ordnet er der Kompetenz zu. Bei der Kultivierung gehe es nicht um einen quantitativ messbaren Zuwachs, sondern um eine tiefere Einsicht in einen Sachverhalt, einen nicht zufälligen, sondern differenzierten Ausbau der Register von Ausdrucksmöglichkeiten. Ein präziserer Bildungsbegriff lässt sich aus dieser Kritik am Kompetenzmodell nur bedingt ableiten. An mehreren Stellen wird jedoch die Stoßrichtung deutlich. Es gehe, so Kruschka, letztlich um Extensionen des sachlich-fachlichen, um ergänzende Modi der Weltbeherrschung. An anderer Stelle verweist er auf die klassische Denkform, die eine Individualitätsthese vertreten habe. Diese besage, dass die gemeinsame Welt mit Totalität und Universalität als Ansprüchen sich in einer qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Bildung subjektiviere. Kruschka konturiert seinen Bildungsbegriff in Abgrenzung zu den kompetenzorientierten Bildungsstandards. Dazu wirft er drei Fragen auf. Wie unterscheide sich Kompetenz von normaler Fähigkeit? Wie sei Kompetenzentwicklung zu verstehen? Und wie könne man Kultivierung angemessen beschreiben? Einen eigenen Bildungsbegriff entwickelt Kruschka nicht, er verweist aber positiv auf die klassische Denkform. Kruschka bleibt eine genaue Definition des Bildungsbegriffs bisher jedenfalls schuldig.
Seine starke Abgrenzung zur Vorstellung von Bildung als standardisiertes Kompetenzmodell lässt jedoch eine Richtung erahnen. Der mehrfache Verweis auf die klassische Denkform und Begriffe wie Modi der Weltbeherrschung ordnen ihn relativ eindeutig einer auf Humboldt zurückgehenden Theorie zu, die Bildung an das Subjekt bindet. Vor diesem Hintergrund erscheint Kruskas starke Betonung des Gegenstandes zunächst theoretisch inkonsistent. Sie lässt sich jedoch plausibilisieren, wenn man der Argumentation folgt, dass ein vertieftes Wissen über den Gegenstand ein reflexiveres Selbst-Welt-Verhältnis ermögliche. Die Betonung des Gegenstandes wäre in dieser Lesart keine Konkurrenz zu einem transformatorischen Bildungsbegriff, sondern vor allem als Kritik am didaktisierten Schulbetrieb zu sehen, der die vielfältige Aneignung der Sache unterbindet.